So. Wo sind die Zombies alle hin? Egal. Kann mir egal sein. Wo bist du denn jetzt hin? Rechts von dir? Stopp! Ja. Ja. Schleichen wir uns durch die Hintertür in den Penny. Mal gucken, was wir heute im Sonderangebot haben. Guck mal, Streichhölzer für dich. Das fängt ja schon mal ganz gut an. Ich mache ja mal die Tür zu. Hoppala. Tür zu. Wo sind du jetzt da? Wo siehst du jetzt da Streichhölzer? Diese kleine weiß-rote Box. Ach, das Ding. Dieses Box of Matches. Das sind Streichhölzer. Okay, verstehe. So. Die ziehst du dir einfach rüber. Die gehen Moment dir, mal. Da, ja. Die gehen dir automatisch unten in die sogenannte Tool-Leiste. Also dein Werkzeuggürtel. Ja, ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Habe ich ausnahmsweise mal gesehen. Und hier im nächsten Haufen ist ein M1911er Magazin für dich. Ein M19, das war das grün-gelbe? Ja. Also was sag ich? Da musst du nichts umwandeln. Das ist schon für deine M1911. Ja. Gut. Ein Kompass, aber den hast du ja schon. Ja, aber das ist ja mehr so eher so ein Einkaufszentrum wie im Osten früher, ne? Also viel haben sie nicht. Viel haben sie nicht, nein. Also aber nicht immer. Also im Moment, ja im Moment Osten, liegt ja ziemlich viel Müll drin und manchmal hast du Glück, da liegt dann wirklich, ich sag mal, einiges parat. Zum Beispiel hier ein M1911er Magazin. Einpacken. Was ist das hier nochmal? Ach Mist, die Flasche habe ich genommen. Ach Mann, ich wollte die Flasche doch gar nicht nehmen. Das Inventar macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig. Wo ist denn diese blöde Flasche jetzt wieder? Die hast du praktisch in deine Hosentasche gepackt. Ja, wahrscheinlich. Blöde Dummsflasche, wer will das denn? Also ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher mit dem scheiß Inventar. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das denn hier? Hä, ist das auch M19 irgendwas? Nee. Nee, das sieht nach Schrotmunition aus. Ist halt die Frage, ob es für deine Winchester ist oder ob das für diese zwei Rounds. Das ist die 15 Round. Wenn du Platz hast, nimm's mit. Ist das für meine, ja? Ja, das ist für deine. Aha. Was sind denn die Taschen, die da liegen? Da ist entweder Munition drin oder eben so Sachen wie... Hier ist eine Karte für dich. Super. Gott. Hier. Ja. Das heißt hier super. Das macht ja alles noch viel komplizierter für mich. AG. Das Ding hier? Die ja. Tasche? Ja. Mausrad, Gear und dann ziehst du sie einfach rüber. Und dann hast du eine Karte. Oder so, ja. So. Und wenn du jetzt... mich mal kurz in die Ecke stellen. Genau. Und wenn du M drückst... Mit M machst du die Karte auf. Aha. Dann siehst du dieses wunderschöne Scenarios. Oh, da kann man raus und reinzoomen. Mit dem Mausrad, ja. Ja. Und Wegpunkt muss man einfach irgendwas anklicken, oder was? Wegpunkt machst du mit der linken Shift-Taste und mit dem linken Mausklick. Setzt du dir einen Wegpunkt. Warum muss ich die Shift-Taste drücken? Warum kann ich nicht einfach nur mit der linken Maustaste drücken? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wobei, warte mal. Weil sie es einfach total kompliziert haben wollen, ihre blöde Steuerung. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Also ich denke, du kannst es dir wahrscheinlich auch in den Tastaturoptionen anpassen. Ich hab's halt... Ja, die Karte, ist das alles... kann man das alles erreichen da oder ist das irgendwie abgedingst? Das Oldfields und sowas, ist das alles erreichbar? Es ist alles erreichbar. Okay, nicht schlecht. Und da kann man dann auch irgendwo einzelne Gehöfte entdecken oder was? Ja. Also irgendwann oben hört ja die Karte, so, auch wenn sie jetzt hier sich größer aussieht, aber oben gibt es dann einen Rand, wenn du die Karte so weit zoomst, leider ist jetzt hier nicht... Ah, man kann mit der rechten Maustaste kann man sie verschieben, die Karte. Genau, da wo es noch, sag ich mal, so grün ist, das ist der Bereich, den wir begehen können. Alles andere ist außerhalb der Karte und nennt sich sozusagen Debug Forest. Aha, okay. Okay, verstehe, so... Und wo sind wir gestartet? Wo bin ich gestartet? Das war doch irgendwo da unten, oder? Ganz unten, da ist so diese Insel Drakon, wo der Leuchtturm drauf ist. Und da wiederum gegenüber an Land, da bist du gestartet. Ja, da ist es. Direkt neben dem Aldi-Parkplatz. Ich weiß es wieder.
Und ich lebe immer noch. Ah, da ist der Ah, ich sehe ihn. Das ist der Parkplatz. Das ist ja wie Google Maps. Na gut. Fast. So, hier ist zwar ein Rucksack, aber das ist den du schon hast. Also dann war schon jemand da und hat sich schon einen geholt. Schade. So, was haben wir hier? Da wäre noch trinken und essen. Gut, Durst hätte ich gerade auch. Da wäre noch ein 1911er Magazin und eine Konservendose. Hast du noch? Wo? Hier bei mir hinten im Platz habe ich noch. Ich packe die mal vorsichtshalber ein. Ich weiß nicht, wo du bist. Da. Hier. Da wäre noch ein 1911er Magazin. Und was haben wir hier noch? Moment, da steht Weapon. Weapon M1911? Das meinst du aber nicht, ne? Das ist nur ein Magazin, die Waffe habe ich jetzt selber nicht gesehen. Ja, ich habe wieder mal ein Problem mit dem Inventar. Ich kann, wenn ich mit dem Mausrad mache, kann ich auf Gear schalten und auf Weapon M1911. Jetzt weiß ich es wieder. Das war meine Waffe. Achso. Richtig? Die ich habe. So. Also du hast zuvor. Ja. Aber was wie wenn du sagst, da wäre noch Munition, wie finde ich die jetzt wieder? Hier, im Loot. Mit Mausrad, Gear, über dem Loot. Also einfach Gear. Ja. Und dann steht da links wiederum. Unter Gear. Ja, okay. Ein M1911 Magazin. Ja. Jetzt habe ich ja schon 4, meine Güte, ey. Bist du mit der Pistole fast ausgerüstet? Hast du momentan genug Magazin? Ja, ich ersticke im Reichtum. Tja, so. Also im Shop haben wir groß nicht mehr zu finden, leider kein Rucksack. Jetzt gehen wir hier drüben in dieses rote Backsteinhaus. Was ist das? Das ist auch ein Haus, das man begehen kann. Okay. Da hier ja irgendwie jetzt gerade ziemlich ruhig ist, keine Zombies. Sind die beim Gottesdienst oder so? Und ganz elegant. Hopp. Schauen wir mal, was hier so alles liegt. Da wären nochmal Streichhölzer, Magazin für dich, Bandage. Bandagen. Also. Pellets. Ah, jetzt sagt er zu mir zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Magazin des 1911 nehme, dann muss ich die Bandage fallen lassen. Okay, dann bist du soweit voll. Kann ich noch irgendwas im Rucksack hin und her schubsen? Wenn du Platz hast, lass mich. Also ich habe jetzt hier, Moment mal, also das hier ist ja, wenn ich hier auf Open gehe. Nein, dein Rucksack ist voll. Wo sehe ich das? Ah, 0 von 8, links oben. So, 0 von 8. Dann lassen wir es liegen. Ja. Die Bandage ist, glaube ich, wichtiger. Munition habe ich ja. Wie viele Bandagen hast du? 4. Das reicht. 4 Bandagen, 4 Magazine, so mache ich das eigentlich auch immer. Ist okay. Ja. Also 4 Magazine für die M1911. Die M19 und das andere habe ich 3. Auch gut. Okay, dann gehen wir weiter. Das sollte nicht das Problem sein. Nein. Dann wäre quasi die nächste Option, einen neuen Rucksack zu finden. Genau. Einen größeren. Genau. Halt, was zu trinken brauche ich aber immer noch. Du brauchst was zum Trinken? Naja, irgendwann mal zumindest meine Flasche auffüllen. Ach so. Aber hier gibt es keinen Brunnen, hast du gesagt. Ja. Pass mal auf. Ja, was? Wo? Ich mach dir schon einen. Ich leg dir hier schnell eine Getränkedose hin. Oder blinkt es bei dir schon oder bist du schon. Nö, es blinkt noch nicht. Nö. Okay, dann können wir das später machen. Ja. Dann. Gehen wir weiter. Also ich habe vor der Tür jetzt einen Zombie gesehen. Ja, hier sind jetzt wieder ein paar da. Okay, da gibt es doch diese braunen Häuser. Da wird wahrscheinlich jetzt weniger im Rucksack drin liegen, aber wir können schauen. Ich würde ja so gern mit dir. Guck mal, ein Huhn. Siehst du das? Ja. Wenn ich jetzt was einstecken könnte, könnte ich es abknallen, richtig? Ja. Oh, das habe ich gesehen. Den habe ich aufgeschreckt. Die nächsten auch. Okay. Oh, wir stecken. Ja. Okay, da kommt jetzt ein bisschen viel. Oh, shit! Aua! Steh auf! Ha! Nee, bleib liegen.
Moment, wo ist der eine jetzt hin? Der hat mich gebrochen, der hat mir meinen Knochen gebrochen. Wie konnte dir das passieren? Der eine ist da noch. Okay. Nimm das Morphin, ich muss mich auch erst schöne verbinden. Scheiße. Halb so wild. Morphin. Ist im Rucksack, oder ich geb's dir, warte mal. Naja, ich muss ja mal lernen, hier dieses scheiß Ding aufzumachen. So, hab ich, hab's. Auto-Injector. Richtig? Ja. So, wie nehme ich den jetzt wieder? Da oben irgendwo wahrscheinlich, oder? Ist das der hier? Nee, welcher ist denn das jetzt? Das auch. Wie kann ich den jetzt nehmen? Sekunde. Oh, ich sollte mich vielleicht mal bandagieren auch noch bei der Gelegenheit. Blutest du? Ja. Oh. So, bandagiert bin ich jetzt schon mal. Wo ist denn dieser Auto-Ejector? Da ist der nächste. Ja, das wir müssen auch in dein Haus rein. Ja, dann sag mal meinen Eingang. Nee, nimm erst das Morphin. Jetzt kommt der, glaube ich, von hinten oder von da. Na, tolle Wurst. Ich weiß eben gerade nicht, wie man es nimmt. Mann! Affenkopf! Ach du Scheiße. Jetzt geht's aber ab hier, guck mal. Halb so wild, hat sie gesagt. Noch einer. Ah, ich habe keine Munition mehr. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe! Warum habe ich jetzt keine Munition?